So, ist ja heute schon Weihnachten, oder was? So. Ah, okay. Das ist der sogenannte Korpus, ne? Nee. Wie nennt sich das Element denn? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das, wo das Speibecken draufsteht und wo die Hauptplatine drin ist. Ah. Okay. Wunderbar. Ah, so. Endlich steht sie da, unsere neue XO-Einheit. Und das Schöne ist, hier kann man richtig schön Entertainment machen. Ja, ein aufregender Tag geht zu Ende. Ich bin natürlich auch dabei gewesen. Und jetzt sitze ich hier zum Abschluss mit dem Reinhard Larch von der Firma XO. Reinhard, erzähl doch mal, warum du, warum XO? Ja, hallo Philipp. Es freut mich, hier heute dabei zu sein. Wie gesagt, Reinhard Larch, ich bin der Marktmanager für XO Care für den Dachbereich. Und XO Care ist eine skandinavische Firma, wir sind aus Dänemark, die jetzt mittlerweile 70 Jahre Erfahrung hat bei der Herstellung von Dentaleinheiten. XO Care war übrigens die erste Einheit 1970, die eine Dentaleinheit mit einem integrierten Chip auf den Markt gebracht hat. Und so ist es auch jetzt, dass XO Care die erste Firma ist weltweit, die eine neue Einheit mit einem integrierten PC und mit, der jetzt auf Windows läuft, rausgebracht hat. Mhm. Ich hake da mal ganz kurz ein. Nicht nur die technische Innovation von XO, sondern auch ganz besonders die Ergonomie ist etwas, welcher ihr euch da besonders stark verschrieben habt. Ich habe es jetzt schon mal ein bisschen testen dürfen, weil wir jetzt neue Stühle natürlich auch haben für die Behandlungseinheiten. Und jetzt sage ich schon mal so, nach so 3 Minuten Sitzen, es fühlt sich ein bisschen anders an. Ja, also XO setzt auf Ergonomie, das stimmt. Das ist eines der Säulen von unserem Konzept. Das Wichtigste an der Ergonomie ist eigentlich die zentrale Schwinge. Mhm. Das ist im Gegensatz zum typischen Rechtsgerät ein anderes System, das darauf aufgelegt ist, dass man richtig sitzt, dass man aufrecht sitzt und dass man kurze Wege hat, um die Instrumente sozusagen annehmen kann. Also Entlastung quasi des gesamten Entlastung Körpers, von Schultern. Genau, Handgelenke, Lendenwirbelbereich, Nackenwirbelbereich. Das ist die Idee von XO. Ja. Du hast ja mit so einer Dentaleinheit immer etwas sehr Raumfüllendes. Du hast die Lampe, du hast jetzt auch wie bei eurer Einheit speziell schon direkt den integrierten Bildschirm, dann generell die Bedieneinheit und natürlich den Stuhl. Wie lange hat das jetzt gedauert, das aufzubauen heute? Also die Einheit, wir haben um 9 Uhr angefangen und waren eigentlich um 12 Uhr fertig. 3 Stunden? 3 Stunden. Wahnsinn. Also das ist unheimlich schnell. Ja, weil die Einheit eigentlich auch sehr gut durchdacht ist. Das heißt, das ist natürlich diese jahrelange Erfahrung, die dazu geführt hat, dass wir eigentlich die ganze Sache modular aufgebaut ist und man muss eigentlich nur die Module bei der insgesamten Aufbau zusammenstecken. Also du kannst quasi dann einem Zahnarzt, der dich interessiert oder der noch nicht genau weiß, welche Einheit er jetzt tatsächlich kaufen soll, kannst du natürlich dann auch über den Punkt Zeitersparnis, Effizienz auf jeden Fall. Natürlich, in einem halben Tag ist die ganze Sache erledigt. Wow, Wahnsinn. Jetzt hatten wir ja gerade eben auch so eine Art Einführung. Also Schulung ist vielleicht das falsche Wort, es war eine Einführung. Was mich jetzt besonders gefreut oder wo ich begeistert von bin schon, ist die Tatsache, dass jeder Behandler sich auf diesem Computer, ist es ja fast schon, ein eigenes Profil erstellen kann, wo er bereits für sich als Best Practice etablierte Arbeitsabläufe zugrunde legen kann. Und also sag doch mal, wie ist jetzt der weitere Ablauf? Also dieses kurze Einführungsprogramm heute, wie geht es jetzt weiter? Also ganz allgemein, wenn wir eine Einheit verkaufen, dann bieten wir im Nachhinein eine Ergonomie-Schulung an. Das wird gemacht von unserer The Academy of Extraordinary Dentistry. Die kommen dann zu euch und es gibt dann eine 2,5-stündige Ergonomie-Schulung, wo ihr wirklich genau lernen werdet, wie arbeitet man am effizientesten und am ergonomischsten mit dieser Einheit. Wunderbar, da freuen wir uns dann auch schon drauf. Und ja, ich bin heiß jetzt. Also wir freuen uns, dass wir jetzt endlich starten können mit dieser hervorragenden Einheit aus Dänemark. Und ihr werdet natürlich im weiteren Verlauf Zeuge dieses fantastischen Produkts von technischer Raffinesse. Und wir sind gespannt, wie sich das Ganze hier bei uns in Herne jetzt als Pilotprojekt quasi
darstellen wird. Also wenn ihr jetzt schon Testpilot werden wollt in dieser neuen Sache, auf dieser neuen Einheit Patient sein wollt, dann könnt ihr uns hier natürlich in Herne besuchen. Ansonsten geht es wie gewohnt für euch in 2 Wochen weiter mit einer neuen Folge Belebende Klinik. Bis dahin.